Was kann man an den neuen M1 MacBooks, eben im Speziellen jetzt hier an das M1 MacBook Air und das MacBook Pro, was kann man da für Displays anschließen? Gehen da zweimal Full HD, zweimal 4K, 6K? Was kann man anschließen, mit welchen Kabeln? Das wussten wir natürlich auch wieder nicht, Lappen wie wir sind. Haben jetzt einfach mal wirklich so ein behindertes Display-Setup aufgebaut. Wir wollten es ganz klein testen und irgendwie ist es immer größer geworden, weil wir auch immer mehr Fragen reinbekommen haben. Somit sind wir jetzt von zweimal Full HD, zweimal 4K auf noch mehr und noch mehr und noch mehr gekommen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir das kombinieren können. Wir fassen euch das Ganze jetzt mal zusammen und dann wisst ihr einfach, was kann ich wo anschließen. Nochmal kurz zu den Specs. Also wir haben hier das neue MacBook Pro M1 mit 16 GB und 1 TB Festplatte. Das macht jetzt überhaupt keinen Unterschied, ob die jetzt wieder wie viel auch immer hat. Und hier das kleinste MacBook Air M1 in der Basisvariante. Mit 7 GPUs. Genau. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Fragen. Viele von euch haben uns gefragt, das Basis MacBook Air, was kann ich da anschließen? Viele haben zwei Bildschirme zu Hause, auch vor allem noch Full HD Bildschirme. Hat ja jetzt nicht jeder 4K Bildschirme da rein, heim rumstehen. Wir würden jetzt einfach mal testen, kann ich zwei Full-HD-Bildschirme anschließen? Wir haben jetzt eben auch nichts Wildes. Wir haben zwei so Adapter eben von USB-C auf HDMI. HDMI, genau. Dass wir da eben auch diese alten Bildschirme noch anschließen können. Die neueren Bildschirme schließen wir dann direkt auch mit Thunderbolt an. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade diesen Full-HD-Haufen hier. Das ist Single-Setup, oder? Schließt erstmal auch einen an, oder? Ja, schließt, meine ich ja mit Single. Single ist immer einer. Ja? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist als Mono-Multigam. Keine Ahnung, wie nennt man sowas? Oligarch. Von der Nerzmantel-Fraktion. Jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir den eingesteckt. Was geht jetzt an? Da. Ah, okay. Perfekt. Also bei mir geht jetzt ein Full-HD-Display. Und das bei mir ist, wie gesagt, jetzt das MacBook Air in der Basisvariante. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Notebook-Display aktiv. Und das Full-HD-Display von einem wirklich uralt Bildschirm von BenQ. Ja, was wir ja noch testen können, packt der denn auch jetzt wirklich einen weiteren Monitor? Das ist ja die Frage, laut Specs. Genau. Nein, aber wir probieren es, weil uns viele gefragt haben, steht ja auch nur keine zwei. Wir hauen den jetzt einfach mal direkt rein. Hämmer ihn rein. Geil, über Kreuz hier. Warte mal, ich mache mal. Über Kreuz macht man nicht, das bringt Unglück, Kamerad. Ja. Jetzt schauen wir mal den Bildschirm an, was er da hinten tut. Also das ist jetzt dieser hier. Wenn wir den sehen. Kann ich noch mal genau zeigen? Ich habe nicht genau gesehen, welcher. So, da kommt jetzt erstmal kein Bild. Was ich jetzt decken würde mit dem, was Apple sagt. Ja, das war ja absolut zu erwarten. Aber jetzt können wir noch mal checken, wenn ich jetzt den ersten noch mal rausnehme, den du zuerst angeschlossen hast. Ja, nimm den mal raus. Ob da jetzt irgendwas passiert. Jetzt ist wieder nur das interne Display an. Gucken wir mal, ob es packt oder schauen wir mal, ob es mir Ärzte gemerkt. Also wie ihr seht, es geht tatsächlich nur ein weiterer Monitor am MacBook Air. Wir können das ganze Setup jetzt, wie wir es gerade haben, direkt mal hier am Pro testen, weil da sollen ja angeblich zwei funktionieren. Steck den ein. Jetzt sollte auch wieder der angehen. Kein Signal. Und da ist er schon. Da ist er. Theoretisch müsste er jetzt, wenn du den zweiten dran knallst, der hier angehen. Richtig. Und das machen wir jetzt auch direkt. Es ist ja auch so, dass das neue MacBook Pro mit dem M1 auch nur zwei USB-C-Ports hat oder Thunderbolt, wie du auch immer das nennen möchtest. Und das heißt, wenn du zwei externe Bildschirme anhast, ist er schon voll. Sieht schlecht aus. Stand jetzt kommt kein Bild. Ich mache ihn mal noch mal kurz aus. Vielleicht hat er nur. Ist er nur feste müde? Oh, ist er müde, der kleine Junge. Also scheint auch beim Pro nicht zu funktionieren. Sprich, nur ein externer Bildschirm. Das ist ja kacke. Keine Chance, ihr könnt nur einen Monitor anschließen. Ein externer Bildschirm. Wir hauen den jetzt mal weg hier. Jetzt gehen wir auf 4K. Folgendes Problem, wir haben diesen Fernseher und den LG in, keine Ahnung, 27 Zoll. Ja, einfach so ein Standard 27 Zoll 4K. Das Beste ist ja immer, oder, wenn du erstmal einen Dongle anschließen darfst. Okay, das sieht schon relativ gut aus, dass er sich da drüben meldet. Und da ist er auch. Das heißt, wir haben jetzt hier 4K. Ich meine, wir haben es jetzt ja von vorher nicht zum Laufen bekommen, aber wir probieren es jetzt trotzdem nochmal bei dem. Mit 4K geht es auf jeden Fall. Da mit 4K geht es, kannst du auf jeden Fall zwei Monitore mit betreiben. Kein Signal. Also voll gut. Wie ihr seht, funktioniert es am Air nicht. So, jetzt hier wieder das Ganze an Pro. Pro 4K. LG 27 Zoll. Der linke. Und wie Sie sehen, haben wir ein Bild. Instant. Boah, das Kabel. Jetzt schauen wir mal, ob der Fernseher vielleicht diesmal mitspielen möchte. So. Schon mal gut. Also hier ist es natürlich... Wo ist denn mein Maus? Ich ging jetzt wirklich davon aus, dass... Ja, ich dachte auch, dass das Pro das kann. Ein zweiter 4K das schon geht. Lass mal testen, wenn ich den anderen jetzt nochmal anstöpsel. Das ist doch richtige Kacke eigentlich. Das ist ein bisschen enttäuschend, dass der jetzt nur eins kann. So Leute, was jetzt relativ interessant ist, wir haben festgestellt, dass das MacBook Air und das MacBook Pro 13 Zoll jeweils in der M1-Variante nur ein Display ansteuern können. Was jetzt aber wieder witzig ist, dass der Mac Mini, der nämlich kein integriertes Display hat, kann zwei 4K-Displays ansteuern. So habt ihr halt wirklich ein Desktop-Setup mit Dual-Head oder eben immer ein integriertes Display und ein externes Display. Mehr geht halt nicht. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall da mal Bescheid und braucht uns nicht mehr nerven mit diesen Fragen. Nein, garantiert nervt ihr nicht, sondern immer her mit den Fragen. Wir hatten auch noch eine Frage. Was passiert denn, wenn man ein 6K-Display anschließt? Genau das testen wir jetzt noch. Ich fange mal mit dem Pro an. Das Air können wir auch gleich machen, ob das packt. So, MacBook Pro, einmal 6K geht. Wir werden natürlich jetzt nichts Spannendes erwarten, wenn ich den zweiten einstecke.
Ich glaube, der bleibt einfach aus, aber ich mache es einfach der Vollständigkeit halber trotzdem. Nicht, dass doch plötzlich zwei 6K-Monitore gehen sollten und wir haben es nicht getestet. Wäre ja gelacht. Nee, aber es passiert einfach nichts. Mir seht, es geht nicht an. Einmal 6K, schon interessant, das ist ein MacBook Pro. Jetzt können wir es immer spaßeshalber auch noch am MacBook Air anschließen mit dem M1. Wir hämmern das jetzt mal ans MacBook Air für 1.100 Euro. Was schon ganz witzig ist, dass es ja ein 6K-Display befeuern soll. Bist du mal gespannt, und da sieht man, es funktioniert. Spektakulär. 6K-Bildschirm am MacBook Air funktioniert, halt auch nur einer. Ja, aber was halt jetzt interessant ist, du hast eigentlich da jetzt gar keinen Unterschied vom Air zum Pro.